Ich freue mich da so hart drauf. Und ganz ehrlich, gerade bei Sushi, wer isst da keine doppelte Portion? Zu diesem neuen Video von mir. Ihr seht das ja eigentlich schon im Titel. Wir essen heute nochmals doppelte Portionen, nachdem das erste Video so gut ankam, was mich super gefreut hat. Ich dachte, ich nehme euch da einfach mal heute mit. Das ist ganz passend, weil schon gestern mein Hunger größer war als sonst. Ich meine, man bemerkt das ja. Und wie gesagt, solche Phasen kommen und gehen. Und das Wichtigste ist, haben wir auch schon so oft durchgekaut, aber es ist immer wieder wichtig zu sagen, es bringt nichts, das zu hinterfragen, dagegen anzukämpfen, sondern einfach machen. Genau das machen wir auch heute. Und ich hoffe, dass euch dieses Video hilft bzw. Komfort gibt und euch vor allem Appetit macht. Denn ich mache wieder meine... Es ist schon wieder hier so dunkel. Ich weiß nicht warum. Wir haben es kurz nach 10 und es wirkt so, als wäre es mittags. Ich habe mir... Ups. Ich habe mir... Für diejenigen, die mal Food Jerry gesehen haben, ist das jetzt ein bisschen langweilig. Aber an euch nochmal der zweite Appell. Try it. Ich lieb's und für alle, die es noch nicht kennen, ich liebe gerade Tomate und Mozzarella. Überbackenes Brötchen, Brot, was auch immer. Es ist so lecker. Schon damals im Food Jerry hatte ich ja eins gegessen und hatte aber wieder nach einer Stunde Hunger, weil es nicht gereicht hat. Deswegen das Doppelte. Und das mache ich jetzt wie immer in die Mikrowelle. Ihr habt wirklich recht, wir brauchen einen Namen für die Gute. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie wir sie nennen sollten. Sie gehört jetzt zu uns. Das sind sie. Alle guten Dinge sind... Nee, 3. Macht keinen Sinn. 4 gewinnt. Das war auch immer mein Motto, was meine Mathe-Noten angeht. Hat mich lange begleitet. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Ich blende euch übrigens mal mein Gewürz ein, was ich da immer benutze. Es ist wirklich nur eins. Tomatensalz. Famos ist das. Ja. Food of the Month. Tomate Mozzarella. Momentan weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, woran das liegt, dass ich gerade wieder mehr Hunger habe, weil meine Tage sind es nicht. Ich glaube einfach, dass dadurch, dass ich wieder mehr Sport mache, weil es mir auch wieder mehr Spaß macht, ich habe gerade auch wieder die Zeit dafür und tut mir also gut und wenn ich wie gesagt keine Lust habe, dann lasse ich es. Ich habe das Gefühl, auch so dadurch, dass ich ja Krafttraining, ich mag ja, dass gerade meine Arme stärker werden, dass ich so ein bisschen breiter werde. Ich finde das total schön und ich glaube, die brauchen halt auch einfach ihre Energie. Jetzt habe ich es ja doch hinterfragt. Ich bin ja auch super, ne? I don't know. Es wird schon seine Richtigkeit haben. Würde ich einfach nur sagen, es gibt einfach Phasen, egal wie unterschiedlich sie sind. Ob es auch zum Beispiel Trennungen sind, Schicksalsschläge, schöne Phasen. Weiß ich nicht, man isst einfach gerade gern. Es wird sie immer geben, dass man mehr ist als sonst gewöhnlich und das ist okay. Vorzüglich. Es gibt Burger. Und dazu habe ich auch eine kleine Backstory. Denn gestern Abend, ich habe es mir in den Kopf gesetzt, ich hatte so Bock auf Burger und habe den Arne gefragt, ob wir zusammen, also heute, Burger essen wollen. Und ich bin vielleicht irgendwo eine schlechte Freundin, weil ich bis heute, und er ist jetzt seit 3 Monaten im Repetitorium, weiß ich bis heute nicht, wann er jetzt Rep hat, wann er einfach nur in der Bib ist.
keine Ahnung. Manchmal hat er flexibel Zeit, mittags zu kommen und wir essen zusammen. Und manchmal ist er halt an die Uni gebunden wegen seinem Rap-Kurs. Und heute ist wieder so ein Tag. Er ist heute im Rap. Und ich war dann halt traurig, weil ich so war, ich wollte aber Burger essen. Und es lohnt sich halt nicht nur einen Burger zu machen, sondern es sind halt zwei Buletten. Und wenn ich die halt öffne, und dann muss ich halt die zweite Bulette relativ schnell aufbrauchen. Deswegen habe ich für mich beschlossen, auch schon gestern Abend, ich mache mir heute Burger. Komme, was wolle. Manchmal reicht mir einer und manchmal, wie heute, esse ich halt zwei. So, it is what it is und es ist komplett in Ordnung. Dasselbe in grün. Manchmal kann ich 5 Stunden am Tag lernen, Hausarbeit schreiben. Manchmal klappt es aber auch nur 2 Stunden am Stück. Manchmal hat mein Gehirn einfach mehr Power zu lernen und manchmal weniger. Und heute hat mein Bauch einfach wieder mehr Power zu essen. Und genau das, dass nicht alle Tage gleich aussehen, ist normal. Aus dem Grund gibt es jetzt 2 Burger. Ich esse quasi für Anne mit und das mache ich mit Vergnügen. Look at them! Das ist doch ein Meisterwerk. Ihr habt es hoffentlich nicht vergessen. Wenn doch, dann nochmal Brioche-Brötchen. Die auch noch kurz anbraten in der Pfanne. Soße kann ich euch auch nochmal gerade zeigen. Habe ich einfach Ketchup, Mayo, Senf, Gurkenwasser und Gürkchenscheiben. Und das ist jetzt mein Burger. Und dann lassen wir uns jetzt, oder beziehungsweise die beiden lassen wir uns jetzt schmecken. Und ich bin very happy, dass ich jetzt, es klingt gleichzeitig so egoistisch. Ich hole das mit dem Arne nach, aber ich hatte so Lust auf Burger heute. So, macht euch nicht von Leuten abhängig, ja? Man kann es auf alles beziehen. Ich hole das mit dem Arne nach, aber ich muss gefälligst nicht warten. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Mhm. Die Entscheidung war verdammt richtig. Ist eine glatte 12. Da verpasst er was. Selbst in seiner Unimensa, die ihr mittlerweile auch schon sehr gut kennt. Ich muss sagen, so lecker die ist, mit meinen Burgern kann sie aber nicht mithalten. Habe ich eigentlich gesagt, was an Belag im Burger ist? Eigentlich auch nichts Spektakuläres, einfach Salat, Tomate, the Cheese, Cheddar-Käse. Bulette ist von Aldi, von dieser The Wonder-Marke. Ganz, ganz toll. Es ist super, super saftig und so auch fluffig tatsächlich. Doch, also richtig nice und wie gesagt, meine Zaubersoße. Deswegen braucht es keinen großen Belag, weil die Soße macht immer das meiste. Auf Arne, würde ich sagen, ne? Das wäre jetzt seiner gewesen. Seht ihr, wie man das so eindrücken kann? Ich liebe Brioche. Long time no see mit diesen süßen Mäusen. Ich dachte, ich schau mal wieder bei Dunkin' Donuts vorbei. Mich einmal ein bisschen berieseln lassen. Die haben ja super viele neue Sorten. Einmal so ein, das ist so ein Herbst-Donut gewesen. Ich weiß auch nicht warum. Der ist salty sweet, wie wir es mögen, mit Schokolade und Brezel. Das mag ich sowieso gerade voll gerne. Und wir essen heute doppelt. Wie praktisch, weil ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden. Ich wollte nämlich unbedingt noch einen gefüllten. Der ist nämlich mit Haselnuss gefüllt. Und das ist auch so ein herbstlicher. Der hieß einfach auch... Der hieß... Ah, jetzt weiß ich wieder. Donut Autumn. Wieder Herbst. Wird das so ausgesprochen? Und ich hatte schon lange kein Englisch mehr. Darf ich das kurz... Doch, das will ich noch kurz erzählen. Ich hatte wirklich seit der 13. Klasse kein Englisch mehr. Ich merke es auch. Ich weiß schon nicht mehr, wie man die Wörter ausspricht. Mein Vokabular hat sich wirklich auf 3 Vokabeln begrenzt. Aber das ist, wie gesagt, der Herbst Autumn. Donut. Und das ist auch irgendwie ein herbstlicher Donut. Der hat wohl irgendwie herbstliche Dekorationen. Habe ich gelesen. Beziehungsweise, es ist einfach das Marketing. Ne? Wir nennen einfach alles, weil jetzt Herbst ist, Herbstdonut. Ich bin drauf reingefallen. Super. Probieren wir erstmal den süß-salzigen. Da habe ich jetzt richtig Bock. Und ja, ich esse im Bett. Ich schmecke da jetzt kein Herbst raus, aber ist lecker. Dieses Fluffige einfach immer wieder, ne? Ganz, ganz toll. Oh.
Okay. Sowas tut der Seele gut. Den freue ich mich jetzt voll. Vor allem in dieser Haselnussfüllung. Das ist wirklich gerade so ein Moment. Ich fühle nichts außer pures Glück und einfach Happiness. Oh, mein Herz ist gerade abgefallen, aber ich wollte euch nur kurz die Füllung zeigen. Die ist toll. Habe ich enjoyed. Hier sind wir auch an dem Punkt, manchmal hält doppelt einfach besser. So, die zwei Donuts waren genau perfekt. Ich brauche diesen klassischen runden Donut und einen gefüllten und dann bin ich zufrieden. I'm so happy. Ich freue mich da so hart drauf. Und ganz ehrlich, gerade bei Sushi, wer isst da keine doppelte Portion? Wer? Das ist auch der Grund, warum ich so selten Sushi bestelle oder mir so selten Sushi hole, weil es einfach teuer wird, weil ich da einfach so viel mehr brauche als sowas. Einmal gibt es vegetarische oder ich glaube sogar vegane Kalifornierrollen und rote Beete Kalifornierrollen. Das ist der Spaß. Und ich gebe euch jetzt noch ein Tutorial, wie man das Ganze noch perfektioniert. Als erstes natürlich Sojasauce. Einmal hier rein. Dann nehmen wir hier diesen Ingwer. Der sieht irgendwie nasty aus, aber ist sehr, sehr geil. Der kommt einfach mit in die Soße. Und jetzt kommt der richtige Zauber. Röstzwiebeln. Die geben wir jetzt einfach noch über Sushi. Habt nämlich gesehen, beim Rewe wäre es teurer gewesen, Sushi mit Röstzwiebeln zu holen. Und deswegen mache ich mir einfach selbst zu Hause, weil wir Sparfüchse sind. Meine Röstzwiebeln auch mein Sushi. So. Fabulös. Das war's. Der geborene Stäbchenesser bin ich jetzt nicht. Geil. Einfach diese frischen Sushi-Bars im Rewe. Ganz, ganz tolle Sache. Ja. Kann man sich ab und zu echt mal gönnen. Weil ich habe jetzt, glaube ich, für die paar 14 Euro gezahlt. Jeder Cent hat sich aber gelohnt. Ich hatte euch erzählt, mein Bruder und ich sind uns in sehr vielen Dingen, was Essen angeht, nicht einig. Aber wir finden beide, Sushi ist live. Na, Geschmackstest bestanden. Ich hole mir jetzt noch meinen Laptop, mache mir ein YouTube-Video an und esse das noch dabei. Und nehme ich dabei natürlich mit. Cool, Werbung, wie geil. Habe ich euch eigentlich schon gesagt, was ich jetzt gucke? I love her. Sie ist so unfassbar sympathisch. Oh. Ja, das Licht ist mir jetzt nicht so sympathisch. Was soll das? Machst du bitte deinen Job? Dankeschön. Okay. Sieht man das? Das ist die Samira. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr Vlogs guckt oder Fashion Hauls. Sie hat einen hochgeladen, den gucke ich mir jetzt an. Erst dabei mein Sushi noch. Lass mich ein bisschen von ihr inspirieren. Aber ich thrifte das Ganze einfach nach auf Kleiderkreise. Beziehungsweise ich glaube, heute heißt das sehr Vintage. Weil das ist jetzt mein neues, das ist meine neue Passion geworden. Da einfach nach ähnlichen Sachen zu suchen für weniger Geld. Und ein bisschen umweltbewusster. Ich habe jetzt noch 15 Minuten Verdauungspause gemacht, weil es ist, ich hasse es. Eine Packung ist zu wenig und zwei ist dann schon, die sitzt. Ich
Gehe aber mit der Theorie, dass für einen Nachtisch immer Platz ist. Immer. Auch wenn man denkt, man fällt ins Foodkoma, 10 Minuten später ist Platz für was Süßes. Ganz klar. Und da habe ich mir, bevor ich mal kaputt reise, genau diese Schokomousse gekauft. Ich liebe Schokomousse, ich kenne das aber jetzt noch nicht von Andros. Das ist vegan. Das wäre wirklich auch nicht schwer, da die Umstellung, finde ich. Und wenn es jetzt, oh Gott, aber riecht schon sogar noch Schokolade. Oh, und schön luftig locker ist es auch. Geschmacklich auch gut. Es schmeckt quasi nicht vegan. Ich muss sagen, ich mag diesen Nachgeschmack. Ist das aus Soja? Weiß nicht, aber diesen pflanzlichen Nachgeschmack mag ich einfach nicht so gerne. Und der ist ja auch nicht vorhanden. Also schmeckt man, wenn, vielleicht ganz, ganz leicht. Aber es schmeckt wirklich vor allem nach Schokolade. Und die Konsistenz, toll. Und wenn euch hier einfach, guckt euch auch an, wie klein die sind. Und das ist ja auch gefühlt nichts, das ist ja quasi Luft. Wenn ihr da 2 von braucht, dann ist das völlig okay. Ich kann euch sagen, von denen braucht man 2. Die schmecken echt so gut. Lieb's. Definitiv satt. Aber es war auf jeden Fall sehr schön, mit euch heute zu schlemmen. Und dabei ist es auch ganz normal, wenn man mal zur doppelten Portion greift. Es ist kein Verbrechen. Es ist sogar schön, wenn ihr euch einfach mal denkt, so what? Es schmeckt so lecker, dann hole ich mir nochmal was. Ja, das dazu. Habe ich jetzt eh lang genug vollgelabert, aber ihr versteht hoffentlich, was die Message sein soll. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Konnte euch ein bisschen Hunger machen. Maybe auch ein bisschen Jealousy auf das Essen heute. War wirklich alles sehr, sehr lecker. Und ja, hoffe natürlich, dass ich euch auch Komfort geben konnte. Und ja, drücke euch ganz, ganz dolle. Und passt auf jeden Fall die kommende Woche auf euch auf. Lasst euch nicht so stressen. Macht langsam. Dann sehen wir uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Am Freitag zu einem neuen Video. Macht es gut, ihr Lieben. Ciao.